Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern fegte der Wind am Freitagmorgen durchs Hohenzollern-Skistadion. Um kurz vor neun waren Organisatoren und Athleten noch gleichermaßen optimistisch, dass der Wettkampf, das Einzelrennen der Herren, stattfinden würde. Nachdem die Vorbereitungen doch ziemlich aufwendig waren, mal kein Schnee, dann ein bisschen viel Schnee. Aber heute haben wir leider sehr starken Wind. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir das Rennen durchführen können. Aber insgesamt sind wir ganz froh, weil wir, ich glaube, alles das, was machbar ist, haben wir gemacht. Und die Stimmung ist gut. Jetzt hoffen wir da auf passendes Wetter. Ein paar Minuten später dann aber doch die Absage. Sturmtief Egon ließ einfach keinen Start der Athleten zu. Wir haben Sturm hier oben und es wäre eigentlich zu gefährlich für die Wettkämpfer draußen. Wir sind 95% im Wald. Wenn da irgendwas runterfliegt von den Bäumen und auf einen Athleten oder Athletin drauf fällt, dann wäre das unverantwortlich. Und deswegen hat sich die Jury entschieden, Vormittag diesen Wettkampf abzusagen. Wenn so viel Wind ist und manchmal so Böen reinfahren, dann ist es natürlich auch gefährlich. Wie gesagt, im Wald draußen, aber auch im Stadion zum Schießen, weil natürlich dann einer kommt rein, wo kein Wind ist und der andere kommt rein und hat vollen Wind. Und das ist natürlich nicht regulär vom Wettkampf her und deswegen diese Absage. Für die rund 300 Sportler aus 40 Ländern eine nicht ganz einfache Situation. Trainierten sie bereits seit den frühen Morgenstunden für den offiziellen Start. Ist nicht einfach für die Athleten, haben sich natürlich mental vorbereitet. Der Skitest ist schon gelaufen, natürlich auch für unsere Techniker. Die ganze Maschinerie ist angelaufen. Das jetzt alles wieder sozusagen abzublasen, ist eine schwierige Sache. Vor allen Dingen, weil auch immer noch verschoben wurde. Man muss die Konzentration hochhalten. Ist eine schwierige Situation, aber ich denke mal, können wir meistern. Und die Absage, wie man sieht, des Einzels, des Herren-Einzels macht auf jeden Fall Sinn. Gegen das Wetter sind eben selbst die Verantwortlichen machtlos. Dennoch zählt das Hohenzollern-Skistadion nach Oberhof und Ruhpolding zu der drittbesten Biathlon- und Langlaufstrecke Deutschlands. Qualitätsstandards müssen erfüllt werden. Das ist kein Wald- und Wiesenrennen. Das ist die zweite Reihe nach dem Weltcup hier im Bayerwald. Das ist auch, sage ich mal, das Schaubild nach außen mit den Wettkämpfen. Es funktioniert ja sehr gut und man kann sich auch für weitere große Wettkämpfe anbieten. Und das Organisationsteam ist sehr gut aufgestellt. Wir als Deutscher Skiverband sind stolz, mit dem OK Aber zusammenzuarbeiten. Sind gute Partner. Und die Wettkämpfe werden auf höchstem Niveau stattfinden, wenn sie denn stattfinden, weil gegen das Wetter kann man leider nichts machen. Gleich schlechte Bedingungen dann auch zum Start des Damenrennens am Freitagnachmittag. Für Samstag hofft das OK Bayerischer Wald auf eine Wetterbesserung. Dann sollen die Einzelrennen nachgeholt werden. Die Staffeln fallen aus.